Die Burgarena Rheinsberg bat den idealen Schauplatz für die Präsentation von Kulturglut, dem Kulturschauplatz Eisenstraße. Gleich 8 Veranstalter von Lons bis zum Sonntagberg bündelten ihre Kräfte und präsentierten ihre Programm-Highlights. Ja, zum dritten Mal jetzt gibt es ein Kooperationsprojekt bei uns in der Eisenstraße. Die Grundidee ist, dass wir seit vielen Jahren schon sehen, dass wir hervorragende Kulturveranstaltungen in der Region haben. Manchmal so, dass man es nicht wirklich so wahrnimmt in der Region, aber auch überregional. Und die Idee der Kooperation ist, dass wir in der Kooperation einfach gemeinsam stärker sind in der Vermarktung. 8 Kulturanbieter vernetzen sich gemeinsam mit einem ganz tollen Kulturangebot. Da können wir uns wirklich vergleichen, glaube ich, mit dem Kulturangebot in den großen Städten. Da sind wir sehr stolz drauf und wir glauben, dass wir gemeinsam einfach stärker sind. Also wir haben insgesamt 8 Partner dieses Jahr, wechselt alle Jahre ein bisschen, gibt aber schon einen sehr guten Kern. Zuerst genannt Seebühne Lunz, Wellengänge Lunz, ein Festival, das sich über viele Jahre schon wunderbar etabliert hat, ist nach wie vor vielleicht ein bisschen ein Geheimtipp für den einen oder anderen. Direkt am Lunzer See kann ich nur sehr, sehr empfehlen, Wellengänge Lunz. Wir haben dabei erstmals dann den Standort Nebruck mit dem Töpperschloss Nebruck. In der Hauptnutzung, Nachnutzung nach der Landesausstellung 2015, da haben wir die wunderbare Töpperkapelle, wo es wunderbare Konzerte geben wird, aber auch zeitgenössische Musik. Wir haben natürlich wunderbar etabliert bei uns in der Region unsere größte Gemeinde im Verbandsgebiet, Werthofen an der Ips mit dem Schloss Rothschild, Klangraum, natürlich die Werthofener Volksbühne, ganz ein tolles Kulturangebot. Wir haben natürlich dann das Wahrzeichen im Mostviertel, die Basilika Sonntagberg, ist ja auch räumlich in der Eisenstraße in Niederösterreich. Auch dort gibt es, wie schon in den vergangenen Jahren, ganz ein tolles Kulturangebot. Wir haben natürlich dann über viele Jahre schon etabliert hier, wo wir heute auch die Pressekonferenz haben, die Burgarena Rheinsberg. Da haben wir einen unheimlich engagierten Verein, der ganz ein tolles Kulturangebot auch bietet, vor allem auch für Kinder. Wir haben die sehr wieder da bei uns in der Region, eben durch die Rheinsberger. Dann sehr gut etabliert auch in den letzten Jahren natürlich schon die Scheibser. Hier wurde ja voriges Jahr im Rahmen der Landesausstellung 2015 der Kulturhafen geschaffen. Und da gibt es auch einen sehr starken Verein Kulturimpuls, die auch ein sehr tolles Kulturangebot machen, auch mit zeitgenössischer Kultur, auch mit der Kultur, die man sonst nur in den Städten erleben kann. Wir haben natürlich schon als langjährigen Partner dabei das Schloss Janeck. Das ist ein Hochzeitsschloss auch bei uns in der Region. Hier haben wir private Besitzer, die auch sehr viel Engagement zeigen. Und auch die Gemeinde Stannerkirchen bringt sich mit ihrem Kulturverein in dieses Vernetzungsprojekt ein. Und last but not least haben wir auch das Mostviertel-Festival dieses Jahr bei uns in der Region. Und das Mostviertel-Festival ist auch Kooperationspartner. Also 8 insgesamt sehr starke Kooperationspartner. In Summe entsteht ein ganz tolles Kulturprogramm. Wir freuen uns schon, vielen dieser Highlights für Sie beiwohnen zu dürfen. Wellengänge Lunz natürlich mit ganz starken Angeboten immer. Dann haben wir natürlich Nebruck mit der Orgeltrift Volksmusik zum Beispiel am 29. Mai. Klassik im Schlosshof am 14. Juli. Wir haben natürlich Schloss Rothschild, Klangraum Werthofen, ein Festival, das sich wunderbar etabliert hat, auch mit den in den letzten Jahren kuratiert vom Thomas Bieber. Wir haben natürlich die Schlosshofspiele in 80 Tagen um die Welt, haben einen ganz tollen Verein. Wir haben auch das Schlosshofkino in Werthofen. Wir haben die Orgelmittage auch auf der Basilika am Sonntagberg. Wir haben Musik am Sonntagberg, zum Beispiel am 8. Oktober gibt es dieses Nönn-Konzert wieder mit der Schweizer Sängerin Frau Jordi. Wir haben natürlich Rheinsberg, den Rheinsberger Burgzauber, die Seher sind zu Gast am 18. Juni. Wir haben die Boxrock-Sisters, wir haben die Oper Aida am 8. und 9. Juli. Wir haben das Theater zum Mitmachen für die Kinder. Wir haben den Kulturhafen Scheibs, da ist zum Beispiel der Ernst Molden mit seinem neuen Programm Strom zu Gast. Wir haben natürlich dann das Schloss Janeck. Wir haben Veranstaltungen im Kultursaal Steinerkirchen, sehr, sehr engagiert veranstaltet vom örtlichen Verein Viva la Musica. Wir haben natürlich das Viertelsfestival mit vielen, vielen Highlights. Also Kultur, Kultur, noch einmal Kultur, alle sind herzlich eingeladen, sich das Beste auszusuchen. Ja.